Die Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit von der Temperatur ist sehr ähnlich, auch für unterschiedliche Reaktionen, und diese werden wir jetzt quantifizieren. Die Aushärtungszeit eines Klebers wird dramatisch reduziert, wenn wir die Temperatur von 20 auf 40 auf 60 Grad erhöhen. In der grafischen Auftragung sehen wir, dass die Reaktionsgeschwindigkeit offenbar in einer exponentiellen Funktion mit der Temperatur ansteigt. Von Van 't Hoff stammt die Faustregel, dass bei 10 Kelvin höherer Temperatur eine Reaktion doppelt so schnell abläuft. Weitere 10 Kelvin höhere Temperatur bedeutet eine weitere Erhöhung um den Faktor 2. Arrhenius fand empirisch die nach ihm benannte Gleichung K ist A mal E hoch minus EA durch RT für den Zusammenhang K und T. Arrhenius hat also zwei Konstanten eingeführt, welche den Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Temperatur quantifizieren sollen. Die Konstante EA ist die Aktivierungsenergie, ist eine Art Energieschwelle, die zu überschreiten notwendig ist, damit die Reaktion stattfindet. Und A ist der Frequenzfaktor oder präexponentielle Faktor, der die gleiche Einheit wie K besitzt und der angibt, wie schnell die Reaktion wäre bei unendlich hoher Temperatur. Wenn man sich eine Reaktion energetisch in einer Art Reaktionsprofil visualisiert, können wir die Edukte, die Produkte einzeichnen und den Berg dazwischen mit dem Maximum, dem sogenannten Übergangszustand. Der energetische Unterschied Edukte zu Übergangszustand, das ist die Aktivierungsenergie. Die experimentelle Ermittlung der Arrhenius-Parameter A und EA ist eine Standardprozedur in der Kinetik. Wir vermessen eine Reaktion bei verschiedenen Temperaturen hinsichtlich ihrer Reaktionsgeschwindigkeitskonstante und erhalten den bekannten exponentiellen Anstieg. Wenn dieser nach Arrhenius erfolgt, können wir eine mathematische Umformung durchführen, indem wir den Logarithmus von K gegen den Kehrwert von T auftragen. Dann erhalten wir eine Gerade, deren Anstieg uns gestattet, die Aktivierungsenergie zu berechnen und deren Achsenabschnitt uns gestattet, den Frequenzfaktor A zu berechnen. Die Auftragung ln K gegen 1 durch T heißt Arrhenius-Auftragung und gestattet aus der Steigung die Aktivierungsenergie zu ermitteln. Mit dieser Auftragung können wir auch Reaktionsgeschwindigkeiten für beliebige Temperaturen interpolieren oder auch extrapolieren. Der Zerfall von Ethylamin erfolgt nach erster Ordnung. Die Reaktion wurde bei verschiedenen Temperaturen untersucht hinsichtlich ihrer Geschwindigkeitskonstante und dann wurden die Logarithmen der Geschwindigkeitskonstanten gegen die Kehrwerte der Temperaturen aufgetragen in der Arrhenius-Auftragung. Wir erkennen eine Gerade, die durch die Messpunkte zu legen ist. Die Steigung der Geraden ist minus 21.217 Kelvin. Daraus können wir die Aktivierungsenergie ermitteln, denn die beträgt einfach Gaskonstante mal minus Steigung. Das heißt, wir haben hier eine Aktivierungsenergie von 176 kJ pro Mol. Für den Frequenzfaktor brauchen wir den Achsenabschnitt. Dieser beträgt 25,12. Daraus errechnen wir den Frequenzfaktor zur E hoch 25,12 oder 8,12 mal 10 hoch 10. 1 durch Sekunde. Wir haben jetzt den quantitativen Zusammenhang zwischen der Geschwindigkeitskonstante und der Temperatur. Wir können den Umsatz und die Reaktionszeit für beliebige Temperaturen rechnerisch ermitteln. Viele chemische und auch physikalische Prozesse haben eine Aktivierungsenergie, die sich nach Arrhenius ermitteln lässt. Immer dann, wenn die thermische Energie benötigt wird, um eine Aktivierungsschwelle zu überschreiten, haben wir Arrhenius-Verhalten. Wir wollen uns eine SN2-Reaktion mikroskopisch etwas genauer anschauen. Wir starten mit den Ausgangssubstanzen Methylbromid und Hydroxidion. Wenn sich die beiden Reaktanten annähern, wird die Bindung zwischen Kohlenstoff und Brom nach und nach immer schwächer, die zwischen Kohlenstoff und Hydroxid nach und nach immer stärker. Energetisch gesprochen geht es zunächst einmal bergauf. Wir müssen das Molekül verzerren, Bindungen dehnen, um vom Edukt zum Produkt zu gelangen.
Schließlich bildet sich der geometrische Endzustand immer mehr aus. Energetisch geht es jetzt wieder bergab und schließlich landen wir bei den Produkten. Das Maximum an Energie, die hier in der Mitte dargestellte Struktur, nennen wir Übergangszustand oder auch aktivierten Komplex und symbolisieren ihn mit einem Doppelkreuz. Eine chemische Reaktion besteht also aus der Bildung und dem Zerfall eines aktivierten Komplexes. Als Beispiel sei hier die Reaktion von Jodwasserstoff zu Jod und Wasserstoff genannt. Ein wichtiges Hilfsmittel zur Visualisierung von Reaktionen auf mikroskopischer Ebene ist das Reaktionsprofil. Wir zeichnen als horizontale Achse die sogenannte Reaktionskoordinate. Dies ist eine geometrische Koordinate, nicht etwa die Zeit. Und als vertikale Achse haben wir die potenzielle Energie. Wir starten mit den Edukten, dann werden die Bindungen gedehnt, die Geometrie wird verzerrt, wir erreichen das energetische Maximum, den Übergangszustand, und dann geht es energetisch wieder bergab. Und wenn wir eine exotherme Reaktion haben, haben wir die Produkte unterhalb der Edukte zu liegen. Wir können in diesem Diagramm ablesen die Aktivierungsenergie, das ist der Unterschied zwischen dem aktivierten Komplex und den Edukten, und wir haben hier auch die Reaktionsenthalpie, der Unterschied zwischen den Produkten und den Edukten. Diese Größe ist eine thermodynamische Größe. Die Aktivierungsenergie ist eine kinetische Größe. Das Ganze spielt sich im atomaren Bereich ab. Wir haben hier die Kurve, die zwei Moleküle HI als Ausgangsstoff und das Molekül H2 und I2 als Endprodukt darstellt. Wir haben hier symbolisch eine Substitutionsreaktion. Ausgangsstoffe sind BC und A, Endprodukte sind AB und C. Wir können jetzt ein mehrdimensionales Energieprofil zeichnen, die potenzielle Energie aufgezeichnet gegen geometrische Größen, wie zum Beispiel den Abstand von AB und Abstand von BC. Wir erhalten dann eine Energiefläche oder auch Hyperfläche, wenn wir im mehrdimensionalen Raum arbeiten. Wenn wir jetzt die Edukte lokalisieren sollen, dann befinden die sich hier an dieser Stelle in einem Minimum der Energiehyperfläche. Der Abstand BC ist sehr klein, der Abstand ACB ist sehr groß. Die Produkte finden wir hier lokalisiert, auch in einem Minimum. Der Abstand AB ist hier sehr klein, der Abstand BC ist sehr groß. Wenn wir jetzt die chemische Reaktion Edukte zu Produkten durchführen wollen, machen wir auf atomarer Ebene nichts anderes als eine Umarrangierung der Atome. Das heißt, wir bewegen uns energetisch auf dieser Fläche oder Hyperfläche von hier nach hier. Es gibt unendlich viele Wege von hier nach hier auf der Hyperfläche. Es gibt aber einen Weg, der mit dem geringsten Energieaufwand verknüpft ist. Und dieser Weg, der in diesem Energiegraben hier verläuft, das ist die Reaktionskoordinate. Man kann sich die Energiehyperfläche auch als Höhenprofil vorstellen. Dann hätten wir die Reaktionskoordinate in dieser Art und Weise zu zeichnen. Die blaue Linie führt zwar auch vom Edukt zum Produkt, aber ist mit deutlich mehr Energieaufwand verknüpft als die grüne Linie. Die grüne Linie ist die Reaktionskoordinate. Der Übergangszustand entspricht dem Maximum der Reaktionskoordinate. Auf der Hyperfläche entspricht er einem Sattelpunkt. Wenn wir eine Reaktion beschleunigen wollen, müssen wir entweder den Edukten genügend Energie mitgeben, damit sie über den Übergangszustand rüber können, oder wir müssen den Übergangszustand absenken. Genau das macht ein Katalysator. Ein Katalysator führt vom selben Edukt zum selben Produkt,
aber über einen Umweg, der energetisch günstiger ist. Das Edukt reagiert zunächst mit dem Katalysator zu einem Addukt. An diesem Addukt passiert die Umwandlung zum Produkt. Das Addukt spaltet sich wieder und der Katalysator wird sozusagen recycelt. Er taucht in der Bruttoreaktionsgleichung nicht auf. Wir haben hier einen komplizierteren Weg zwischen Edukt und Produkt. Wir haben insgesamt zwei Zwischenprodukte, die als Energieminima im Profil auftauchen. Wir haben insgesamt drei Aktivierungsenergien, die als Maxima im Energieprofil auftauchen. Aber wir haben eine deutliche Verringerung der Aktivierungsenergie und damit eine Beschleunigung des Gesamtprozesses. Die Temperaturabhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit kann nach Arrhenius beschrieben werden. Aktivierungsenergie und Frequenzfaktor sind die beiden arrhenius'schen Kenngrößen. Man erhält sie aus dem Arrhenius-Diagramm, welches aus einer Aufteilung von LNK gegen 1 durch T besteht.